Servus Leute und herzlich willkommen zur dritten Folge Let's Show Minecraft. Heute mal mit meinem Fußballstadion. Wie ihr hier schon sehen könnt. Und vielleicht seht ihr auch, dass ich ein neues Texture Pack drin habe. Nämlich das Faceful. Ja, Moment. Ich habe das hier, Faceful. Davon werde ich euch den Link in die Beschreibung packen. Und ja, es lädt es hier noch. Gehen wir hier mal unten rein. So, Kasse 1, 2, 3. Ja. Das hat auch ein Parkhaus. Dann gehen wir hier mal rein. Hier zum Sitzen. Hier gibt es Treppen, aber wir können jetzt mal rumfliegen. Hier ein Weg drumherum. Ja. Hier, das sollte ein kleiner Shop werden, sein, was auch immer. Aber ich hatte dann noch eine andere Idee. Die werde ich euch gleich zeigen. Ja. Dann war da noch meine Sitzbank. Habe ich jetzt vergessen. Und zwischen diesen Treppen hier ist nochmal so ein Art Shop. Ja. Dann können wir hier gleich mal die Treppen hochlaufen. Dann ist hier der zweite Stock. Oder das erste Obergeschoss. Ja. Hier sind Geländer, dass man nicht runterfällt. Aber wer runterfallen will, springt hier einfach drauf und... Fail. Ich drücke halt keine Leertaste. Ja, aber wer verrückt ist und hier runterspringen will, soll es einfach tun. Ich mach's auf keinen Fall. Ja, dann ist hier nochmal rundrum so ein viel, viel breiterer Gang. Ja, ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, was ich hier reinbauen soll. Ich habe mir überlegt Shops, aber das sollt ihr entscheiden. Dann zeige ich das auch in einem weiteren Video. Ja. Ich glaube, wir sind jetzt einmal drumherum geflogen. Dann können wir hier mal in das Stadion reingehen. So, das sieht so aus. Ja. Oh. Werdet vielleicht gleich sehen, warum hier was kaputt ist. Am Anfang wusste ich auch nicht, was das hier alles kaputt macht. Ja, das ist auf der anderen Seite hier auch. Ja, verbrennen. Ja. Tore, die habe ich hier aus Spinnennetzen gemacht. Als Netz. Dann hier ist das Teil, wie auch immer das heißt. Hier ist der 16er. Der kann jetzt 16 Blöcke ja, lang, breit, hoch, whatever ist. Dann ist hier dieser komische Kreis und ich hatte den Elfmeterpunkt vergessen, weil Baum. Nee, weil hier jetzt keine Mitte, das sind zwei in der Mitte, also hier ist die Mitte und an diesen Strich hier kann ich keinen Punkt machen, deswegen ist da kein Elfmeterpunkt. Ja, auf der anderen Seite sieht das Tor 1 zu 1 gleich aus, wahrscheinlich sind ein paar Pixel von den Spinnennetzen anders gesetzt, aber dafür kann ich nichts. Ja, dann sind hier für die Trainer, Auswechselspieler und so weiter. Ich glaube, die sitzen eigentlich eins weiter unten, aber das ist mir jetzt egal. Wenn ihr dazu vielleicht noch eine Idee habt, wie ich das hier umändern kann, schreibt es in die Kommentare. Und dann werde ich das auch in einem weiteren Video vorstellen, wenn ich es geändert habe. Ja, dann... Ja, dazu kommen wir gleich, was da... Gang ist.
Dann hopsen wir mal da drüber. Nein, ich bin kein Flitzer. Ja, mir gehört ja das Stadion. Jo, wir gehen jetzt mal nochmal eins höher in die VIP-Etage. Ja. Dann gibt es hier nochmal so einen Gang. Ich glaube, den lasse ich so. Aber falls du eine Idee hast, was ich in diesen Gang hier reinbauen kann, schreibt es in die Kommentare. Und dann werde ich das auch noch vorstellen. Jaha. Ja, hier ist die VIP-Etage. Da habe ich hier Glasscheiben hingesetzt. Hier solche. Hier habe ich auch Glasscheiben hingesetzt, dass man, wenn man hier sitzt, ja, hier auch durch die Glasscheiben einen guten Blick hat und man fällt nicht runter. Das hat einen guten Vorteil und man hat eine sehr gute Aussicht. Ja, dann habe ich hier Glasblöcke noch hingesetzt, hingebaut, hingesetzt, ja, Glasblöcke aber, ja, also keine Glasscheiben, ja. Ja, es sieht dann hier so aus. Jo. Wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt, schreibt es bitte in die Kommentare, dann werde ich das verbessern. Und jo. Ab der VIP-Etage habe ich bei den kurzen Seiten keine Treppe ins dritte Stockwerk und das hat einen Grund, nämlich ist oben zu wenig Platz dafür. Das werdet ihr gleich sehen. Ja, hier, ich musste schon bei diesen Treppen hier in die Wand hier reinbauen. Also eigentlich ist der Gang so breit, aber ich musste hier in die Wand reinbauen. Dass ich die Treppe hier überhaupt hoch und runter kriege. Ja, das hier ist da schon die Tribüne, Sitzplätze hier. Aber ich finde es eigentlich gar nicht so schlimm, weil hier so ein blauer Streifen sieht gar nicht mal so schlecht aus, finde ich jetzt. Jo, hier habe ich halt Treppenstufen aus Quarz hingemacht. Weil das hier sonst etwas blöd aussieht. Aber hier ein Streifen finde ich ganz geil eigentlich. Und dann hat man hier sogar eine prima Aussicht. Zu meiner Achterbahn. Will ich auch noch vorstellen. Ja, hier unten seht ihr einen Parkplatz. Den ich, wozu ich gleich komme. Ja, ich würde mal sagen, wir machen Tag. Jo, dann kommt man hier halt ganz hoch. Ja. Ja, hier hat man schon eine prima Aussicht. Aber, wenn da eben Leute sitzen, hat man nicht mehr so eine gute Aussicht. Ja. Und diese VIP-Etage, entweder zahlt man da, bisschen mehr, bisschen viel mehr, oder man ist Angela Merkel oder so, so ein Präsident oder sowas, was auch immer. Ja, und ja, dann kommen wir mal zu diesem Gang. Wahrscheinlich vermutet ihr schon, was das sein könnte. Ja, ach so, nee, wir kommen hier noch nicht dazu. Mann, ey, ja, nee, denk doch mal nach, ey. Wir kommen jetzt erstmal hier zu dem Dach. Nämlich habe ich das hier so nach, ich glaube, 10 Blöcken, ein Block hochgebaut. Dann nochmal 10 Blöcke, ein Block hochgebaut und dann hier der Rest. Denn dann, das sah einfach nicht gut aus, wenn es hier so in einem ist. Also so ganz gerade. Also so, wenn es das so weitergehen würde, also in einem Ding, das ist so gerade ist. Ja, sah das nicht so gut aus und außerdem die echten Fußballstadien sind auch nicht so gerade, sondern die sind ja so,
ja, so schräg nach oben. Und ja, hier habe ich Glasscheibenblöcke hingesetzt, dass hier ein bisschen mehr Licht reinkommt. Und ich habe hier noch Glowstone hingemacht, dass es auch Licht bringt. Dann hier sind Eisenblöcke. Die dienen als Träger von dem Dach, nämlich hier, so nach da und lern Deutsch, in die Seite, zu der Seite, genau, yay, ja, und hier so an den Ecken zur Stabilisation. Ja, da habe ich hier noch Glowstone-Lampen hingesetzt. Hier, Glowstone. Das sollten Scheinwerfer sein, die aber in Minecraft nicht bis da unten hinkommen. Und ja, das habe ich an jeder Ecke. Hier, das ist ein Bildschirm. Hier sind auch nochmal Scheinwerfer. Und ja, ein Bildschirm, da wird das Spielergebnis angezeigt. Und ja, wenn das Spielergebnis nicht angezeigt wird, werden so Übertragungen vom Spiel da angezeigt. Ja, hier ist noch mal was, ne? Kaputt. Ihr werdet jetzt gleich sehen, warum das da ist. Ja. Hier kommen nämlich die Spieler in der Halbzeit oder am Ende vom Spiel oder am Anfang vom Spiel rein oder raus. Und ja, das habe ich hier auch noch mal ein bisschen ausgeleuchtet. Und hier kommen sie rein. Das ist hier erstmal Sofa. Ja, aus Holz ein Sofa, genau. Ist auch super bequem, wenn es ein Sofa sein soll. Aber Holzbänke finde ich auch sehr bequem eigentlich. Und ja, hier habe ich ein paar Bilder hingehängt. Eigentlich sollte es eine Fotowand werden. Ist es ja auch. Und ja. Ja, egal. Auf jeden Fall ist hier die Gastkabine und hier die Heimkabine. Also für Gast oder Heim. Sag mal, Heim ist Deutschland. Auswärts, also Gast ist Argentinien, wo wir 1-0 gewonnen haben in der Verlängerung. Yay. Deutschland ist Weltmeister. Ja, ich habe Facewall drin und die Türen haben andere geilere Texturen. Ich finde dieses Facewall richtig geil und ihr könnt mir in die Kommentare schreiben, wie ihr das findet und ob ihr das vielleicht auch selber verwendet. Und ja, wir gehen mal in die Heimkabine. Die sehen genau gleich aus eigentlich, weil sonst wäre es ja unfair für die anderen. Ja, dann habe ich hier Haken, dass du da alles wirklich aufhängen kann. Hier habe ich keinen Haken hingekriegt. Entschuldigung. Ja, und es geht auch nicht so. Das kannst du nicht hinmachen. Ja. Hier sind die Bänke mit schön ausgeleuchtetem Boden. Ich finde diese Bodenbeleuchtung eigentlich ganz cool. Und ja, hier wäre eh der Gang gewesen, da hätte ich keine Deckenbeleuchtung machen können. Ja, dann gibt es hier noch eine Dusche. Ja, hier eine Dusche. Hier der Duschkopf. Es gibt ja einen Mod, da kommt hier wirklich Wasser raus. Aber ich wollte das eigentlich auch mit Wasser machen, dass da oben jetzt zum Beispiel Wasser rauskommt. Aber das geht nicht. Weil da hier ja auch ein Weg ist. Da habe ich ein bisschen zu wenig Platz für. Und wenn ich hier kaputt mache, hätte ich Platz gehabt. Ja, egal. Dann wäre es nämlich hier rausgekommen und sollte hier rauskommen eigentlich. Ja, hätte ich halt den Duschkopf da machen können oder da. Oh Mann, ich bin so blöd. Vielleicht ändere ich das und stelle es dann auch in einem weiteren Video vor. Ja. Jo. Dann gibt es hier noch eine Sauna. Und diese Sauna ist der Grund, warum ja die Tribüne abfackelt. Das war mal, es hat mal auf dieser Höhe hier gebrannt und da ist es abgebrannt. Da habe ich hier
in Bo auf dem Bo auf die Bodenhöhe das gemacht. Brennt immer noch ab. Dann habe ich sogar Treppenstufen als Abzugshaube von dem Rauch genommen, dass da ein Block dazwischen ist, noch, also noch mehr, also noch ein Block mehr. Und das funktioniert trotzdem noch nicht. Das brennt immer noch ab. Oh mein Gott. Ja. Dann sind hier noch Fackeln. Und ja, also zur Beleuchtung. Ja. So. Ja, warum habe ich hier überhaupt zugemacht? Da auch, oder? Hat es automatisch gemacht? Keine Ahnung. Hier sind auf jeden Fall Treppen. Und wo die hinführen, zeige ich euch jetzt. Nämlich hierher. Ah, mir ist gerade aufgefallen, dass ich noch gar nicht ganz fertig bin. Nämlich, dass hier noch so Holzbänke hinkommen. Und ein paar Bilder werde ich dann auch in einem weiteren Video vorstellen. Ja, dann geht es hier nämlich raus. Boah, das hat man von da oben gesehen. Yay! Ja, das ist der Busparkplatz für die Vereinsbusse. Dann ist hier eine kleine Grünfläche mit Blumen, die ich nicht selber hingemacht habe, sondern ich habe es mit Knochenmehl gemacht. Aber ich finde diese Blumen hier schön. Das sind blaue Orchideen. Ja, keine Ahnung, warum ich gerade nichts gesagt habe. Frag mich bitte nicht. Ich weiß selber nicht. Ja, mache ich vier Sitzbänke. Ja, kann man sich drauf chillen. Oder man chillt sich im Bus, whatever. Wer mir vielleicht eine Busidee hat, also wie ich einen Bus bauen könnte, könnte ich den hier hinbauen. Kann ich mal sagen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 Blöcke kann der Bus lang sein. Und ja, wenn ihr dafür eine Idee habt, schreibt es noch einfach in die Kommentare. Dann werde ich das verwirklichen und genauso in einem weiteren Video vorstellen. Jo, dann habe ich hier so einen coolen Baum hingesetzt. Habe ich einfach einen Setzling gemacht und dann mit Knochenmehl wachsen lassen. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal nochmal hier die Treppe hoch und sind jetzt mal ein Zuschauer. Ja, wie ich würde sagen, wir gehen hier die Treppen hoch, wie es auch geplant ist. Und ja, müssen wir hier runter. Ja, dann sind wir auf der falschen Seite, müssen wir. Ja, warte, ich fliege einfach dahin und ja. Jo, es wird dann gleich wieder dunkel. Ja, ich habe immer noch diese coole blaue Orchidee in der Hand. Yay, dann habe ich ja noch gesagt, es gibt einen Parkplatz. Ja, wir gehen jetzt nämlich zu dem Parkplatz. Falls welche mit dem Auto kommen, habe ich ja ein ja, Parkhaus, ne? Hier gibt es so zwei Kassen und hier einen sehr breiten Weg. Und hier kann man in das Parkhaus reinlaufen und da reinfahren. Irgendwie, das mit der Schranke hat nicht wirklich geklappt. Wer da eine Idee hat, schreibt es in die Kommentare. Yay, ich sollte hier vielleicht noch Beleuchtung hin tun. Und ja, hier sind ein paar Parkplätze. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14 Parkplätze. Wer kommen will, kommt da. Ich habe hier noch ein paar Plätze frei. Ja, das habe ich aus grauer Wolle gemacht. Mit Eisengittern, dass er hier nicht rausspringt. Und ja, weil die kleinen Kinder könnten abhauen. Außerdem ist es in echt auch so. Ja. Also, ja, doch. In manchen Parkhäusern ist es wirklich so. Und ja, das habe ich aus schwarzer Wolle gemacht. Das sind natürlich aus weißer, die Streifen hier. Und die Straße natürlich schwarz, weil die frisch geteert wurde. Ja, dann würde ich mal sagen, war's das mit diesem
Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt, wie zum Beispiel in den freien Gängen, schreibt es mir in die Kommentare, genauso wie mit dem Bus. Darüber würde ich mich sehr freuen und dann bedanke ich mich mal fürs zu Ende schauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch einen Daumen da und unterstützt mich damit. Es wäre auch schön, wenn ihr vielleicht ein Abo da lässt, wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt. Und schreibt fleißig Kommentare und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann!